Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Go Up Far Cry 5 mit Bolias. Hallöchen. Ja, moin zusammen. Und mit diesem nicen Hund. Hallöchen. Oh, yeah, lass streicheln, du Sau. Ausgezeichnet. Ich will nicht streicheln, geh weg. Ja, das ist aber mein Nintendo jetzt. Ja, dann rede ich halt mit dem Typen hier übers Prepper-Versteck. So. Hab gehört, die Sekte hat bei O'Hara rumgeschnüffelt und versucht, in das Geisterhaus einzubrechen. Das kann nur einen Grund haben. Vorräte. Lasst uns zuerst da sein. Weißt du, wir reden gerade mit ihm. Kann ich nicht mal kurz sprechen? mit der Waffe nein, also das ja, war schon. Was für ein Hurensohn, Digga. Ich gut, wie du das alles von der Sekte zurückgeholt hast. Zum Glück haben sie die Farm nicht zu sehr beschädigt. Aber sie haben jede Menge Vieh getötet. Einige der Kühe laufen noch ziellos auf den Feldern rum. Kannst du sie zurück in den Stall bringen? Du musst Alter. Aufscheuchen. Schmeiß einen Stein nach ihnen oder so. Oder gib ihnen einen Klaps. Sie werden vor dir weglaufen. Ja, ja. Dadurch kannst du sie dahin lenken, wo sie hin sollen. Okay, Leute, wir wollten eigentlich wollten wir die Verkünder-Quest machen. Aber ich finde das mit den Kühen gerade deutlich interessanter. Das braucht bestimmt auch alle drei Parts. Insofern würde ich sagen, wir machen erstmal die schöne Quest. Los, auf zu den Kühen, ey. Henn ist auch so ein Silo. Wenn wir das sprengen, kommen die bestimmt freiwillig zurück in den Stall, weil sie dann Schiss haben. Stein Nein. benutzen. Wo ist Stein? Warte, war das hier bei Kuh drin irgendwo? Tee. Also Tee? Bei mir ist es Tee. Bei dir ist Putz. Es Tee. Okay. Oh ja, tatsächlich. Nice. Digga, hier hinten ist aber der Stall, Alter, da ist ein Stier, der fickt die Kuh. Geil, das Wunder des Lebens. Ist der Stier aggressiv? Nee, oder? Alles cool. Oder? Oh. Ja, das wird mir... Wow. Ich wollte dir nicht zugucken. Das hätte mir aber auch nicht gefallen, Digga. Gib dir Mast gerade schön techtelmächtig mit deiner Kuh. Auf einmal kommen zwei Spatzen, die so, der fickt die Kuh in der Ecke. Mega nice. Richtig gut. Ja. Das war's dann hier mit der Kuhpopulation. Also, es ist aber erstmal nur einer tot. Das ist schon mal. Hä, wieso? Sinn. Bist du denn sauer auf mich? Das ist ein Berg-Jesus, Mann. Das ist ein Berg-Jesus. Da drüben ist auch noch einer, ein Seuchenfuzzi. Das sind alles eine Elite-Seuchenfuzzi. Das sind die kranken Perversen, die ja den Kühe ganz Tag beobachten, Alter. Alter. Schweine. Holy fuck. Boah, okay. Wir haben die immer zerballert mit. Ne, das da ist ein Wurf. Bombe! Oh, okay. Jo, sieht korrekt aus. Alles cool. Na dann, ja. Kühe. Meine, Kühe. Kühe. Ja, irgendwann mal, fangen wir mal mit an mit den Kühen. Irgendwo war ja auch noch einer mit einer Prepper-Quest da hinten. Ja, draufgeschissen. Wir haben so viele Prepper-Quests. Alter, ich bringe jetzt erstmal diese Kuh in den Stall. Achtung. So, Stein also, schön in die Fräse, Junge. Bam. Dieser Kuh ist alles egal. Nein. Alter, die greift mich an. Willst du mich verarschen? Ey. Ja, erinnere dich an den letzten Part, wo wir eine Kuh angefahren haben. Ja, das stimmt wohl. Die interessiert das überhaupt. Junge, das ist gar nicht, das ist ein kompletter Hardcore-Kuh hier. Ey, hallo. Junge, vielleicht sind das die falschen Kühe? Nee, das sind schon die richtigen, oder? Alter, wie viele hast du denn da beim Wickel, Junge? Werfen die mit Stein zurück? Die prallen nur ab. Komm, was beweg dich! Was ist mit Mann? Dir? Ja, mach mal mit der hier mit, die ist nur traumatisiert, weil wir gerade ihren Ficker zerballert haben. Scheiße. Bam. So, ja, gucke, ja. Ja, Stück links noch. Oh, nein, oder spring da. Oh! Ja, wir haben sie schon. Why not? Oh, tschüss. Sehr gut. So, die bleibt da jetzt natürlich. Können wir die auch zumachen? Können wir nicht auch hier eine Granate reinschmettern und die fliegen dann vielleicht in so einen Bogen in den Stahl? Das kann ja auch. Ja, gönn dir. Vielleicht ist dann die Quest ja auch vorbei. So Dynamitfischen-mäßig. So, ich werf die einfach ab jetzt hier. Alter, die sind da festgebackt oder nicht? Guck mal, die eine, die headbangt da die ganze Zeit nur. Jetzt beweg dich! Ja, Junge, spürt ja, meine Steine. Jetzt! Ja, lauft, ihr Assis. Sie fühlt sich dazu bewegt, sich zu bewegen. Ja, aber man konnte ihr doch auch einen Klaps geben. Pass auf, ich boxe jetzt einfach mal die Kuh mit meinem Granatwerfer. Alter, wo ist denn mein Melee-Waffen-Ding schon hier? Bam, bam, schön in den Kuharsch, Junge. So, einmal hier Prostata-Untersuchung. Komm, Junge. Bam, bam. Oh, habe ich jetzt eine Granate geworfen? Nee. Los, jetzt beweg dich. Was ist denn mit denen, Junge? Schön smooth mit Baseballschläger. Was ist denn mit denen, Mann? Pass auf, wir lösen das jetzt ganz einfach. Wir lösen das jetzt wie Männer. Geh mal ein Stück weg da. Achtung. So. Scheiße. Das ist eine Kuh-Level, Leute. Wir haben es entdeckt. Gib dir auch so, hey, könnt ihr meine Kühe zusammentreiben? Ja. Und dann guckst du raus aus dem Fenster, schöne Tasse Kaffee in der Hand auf deinem Balkon und siehst du, wie einer mit dem Granatwerfer steht, Junge. Boom. Oh, jetzt alles nochmal. Okay, vielleicht ist das besser. Wenn die jetzt nicht verbuggen, ist ja easy life. Oh, eine ist auch drin. Hat die schon gezählt? Ich weiß es nicht. Wir testen es mal aus.
Ah, sie moon schon auf jeden Fall. Sie moon schon mal. So, aber kann ich jetzt mit dem Granatwerfer mal davon das Silo wieder zerballern jetzt einfach? Stimmt, jo. Irgendwas greift mich doch hier schon wieder an. Irgendwas hat mir wehgetan. Weiß leider. Da ist der Bulle auch wieder. Oder der Stier. Ja. Der Stierbulle. Aber ich hoffe, der greift nur dich an. Ich hoffe das nicht. Aber was soll ich machen? So, wir haben auch die Mission gar nicht mehr verfolgt. Warte mal. Ich hoffe, du hast kurz ein Auge auf mich für den Fall, dass ich brutal werde. Die Kühe, doch, Hammer. 0 von 3, so. Aua. Okay, der hat nicht gezählt. Aber sie buggen zumindest schon mal nicht. Insofern. Sie bewegen sich, das ist schon mal gut. Das ist sehr gut, ja. Lauf dir, Assis, komm weiter. Weiter, ja. So, wir sind voll die Hirtenhunde. So, zack, Kuhhirten, man kennt sie. Komm, lauf, du Sau. Ja, das sieht richtig gut aus, Alter, bewegt euch! Die haben sich das gemerkt mit dem Granatwerfer. Komm, Rinder, lauft. Ja, der Stier. Ich muss nachladen. Gott. Ich nicht. Haha, du Sau. Oh, ich muss auch nachladen. Alter. Schön. Ja, Freunde, easy Quest. Easy. Leute, easiest Quest of our life. Was so? Regieren die Kühe jetzt oder so? Greift jetzt an? Alter. Was zum Teufel? Wir wurden by the way auch. Weg. Oder es wurde uns empfohlen. Hier wird angegriffen vorne. Es wurde uns empfohlen, tatsächlich unsere Beute mal zu verticken, weil wir haben wohl auch ein volles Inventar dann langsam und können gar keine Tierhäute mehr aufnehmen und sowas. Deswegen, okay. Müssen wir bei Gelegenheit mal verticken. Ich sehe das Ziel vor mir. Luftangriff oder was? Siehst du leider nicht. Tja. Aber was ist denn hier wieder passiert? Ich frage es auch nicht, weil mir ist so eine bemannte MG-Stellung. Irgendwie unsere Leute sind tot. Hier liegt ein Berg, Jesus. Wo ist denn das Flugzeug? Oh, da hinten. Oh, da kommt's. Da kommt es. Ich höre auf jeden Fall die Geschütze. Nein, ach, zu langsam. Schade, ich dachte, ich schaff's noch. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Ah ja, nimm das scheiß MG, mach's richtig kaputt, Junge. Ja, scheißer Käse aus mir, Junge. Das mit den Kühen fand ich schon mal sehr gut. Kann ich nicht weiter drehen. Ich kann es nicht weiter rumdrehen. Okay, oh. Du stehst da eventuell gefährlich. Egal. So. Oh, was macht der? Alter! Oh, das war neu, Digga. Das war ein bisschen new shit auf jeden Fall. Ja, komm da jetzt runter, Mann. Was ist denn mit dem? Alter, nerviger Hund, echt. Ich hasse Flugzeuge. Wenn die Fights nicht so lange dauern würden... Ja. Wäre es ja halb so schlimm. Hast du? Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Alter, der Trecker, nein, er hat den Trecker zerstört. Okay, ja, komm, ich muss hier einmal runter. Nein, so close. Oh, war das knapp. Ich hab's irgendwie jetzt heute mit den Steinen. Mit den Steinen? Ja, das ich weiß Stein, nicht, anstatt nachladen, drücke ich immer T aus. Geil. Wo ist es hin? Da vorne ist es. Alter, so weit komme ich nicht mit dem. Er flankiert, Digga. Der miese, flankende Hund. Alter, wir müssen den noch jetzt langsam mal haben. Ah, jawohl. Ich stehe unter Beschuss. So. Gut, das Problem ist halt, dass unser Posten sieht auch ein bisschen nicht ganz so gesund mehr aus, ne? Aber das kann uns egal sein, weil hier steht ein Helikopter, der nur ein bisschen qualmt. Den nehmen wir um den Fall. Ich höre es hier schon, Junge, die Alarmanlage. Ach du Scheiße, komm. Wir können uns ja porten, ob hier irgendwo eine Helikopterstation ist, dann können wir den Verkünder ja mal schön von oben schön zerballern. Yeah, baby. Mein Problem ist, ich sehe keine. Ein Problem ist, ich sehe gerade nur Fischgebiete. Siehst du irgendwo eine? Achso, ich verkaufe hier gerade Sachen, okay. Also, Helikopterstation. Ich sehe tatsächlich nur den da oben, wo wir bei dieser Autohaus-Kirchendings waren. Da wäre eine. Müssen wir da von da runterfliegen. Dann machen wir das mal und gucken mal, ob das was bringt. Reise ich da mal hin jetzt. Zack. Freunde, mal sehen. Der Verkünder, wir haben ja eine Rechnung offen mit dem. Ich hoffe, wir schaffen das in dem Part dann jetzt da auch hinzukommen. Aber Heli war ja eigentlich immer schnell, ne? War schnell kaputt, war schnell leer geschossen, war aber auch schnell geflogen. Ah, doch, sehr schön. Die Kuh-Profis hier heute. Ah, ich fand das schön mit den Kühen. Das war so eine ganz, ganz natürliche Verbundenheit irgendwie mit dem Tier. Die Kühe, hier tolle vorne Sache. Ist es. So, ah ja, da genau. Kannst du den jetzt eigentlich auch holen, wenn ich den gekauft habe? Ich guck einfach mal. Guck mal, check das mal. Hier steht ja auch so ein schönes Hütchen, jetzt habe ich es umgeworfen. Shit. So, Alter, jetzt komm jetzt hier schon wieder, um Stress zu machen. Ich müsste jetzt, glaube ich, kaufen. Okay, na dann gesperrt? Der Helikopter ist gesperrt, aber ich könnte einen kaufen, wenn du das möchtest. Ne, wir haben ja einen eigentlich. Also hoffe ich, du hast ja gesagt, wir können den immer wiederholen. Wenn nicht, wäre das jetzt etwas ungünstig. Mal sehen. So, nachgeladen. Alter, wie lange lade ich denn nach? So, kaufen, verkaufen. Helikopter, zeig mal her. Shop-Produkte werden abgerufen. Da ist er, jawohl. Prestige, fahren, spawnen, Fahrzeug wird geliefert. Zack. Easy. Nice one. So, sehr schön. Gönn dir. Judy, wo ist jetzt... Auf der anderen Seite ein. So. Der Verkünder eigentlich. Müsste ich eigentlich markiert haben.
Okay. Aber ist wieder weg. Da unten, nee, das Jagdelch, da ist er. So, ich habe ihn markiert. Ich sehe original leider gar keine. Davor, ah! Geradeaus. Okay. Alles klar. Gut, so, das war das hier. Wie war das mit F oder so? Ich glaube F, ja. Okay. Alter. Sehr, sehr gut. Der hat jetzt vermutlich ein bisschen weniger Bock auf uns. Mal sehen. Du kannst ja auch, glaube ich, kannst du draus schießen auch so? Ich kann mit der... Ja, gegen die Scheibe kann ich eigentlich schießen. Oder? Das ist gut. Mit Granaten. Warte mal, ich teste mal. Ja. Dynamit. Tschüss. Aber es liegt jetzt nicht... Oh. Oh, das geht. Ich da mal ein bisschen tiefer. Da ist es auch schon. Ja, ich versuch's. Wir waren tiefer C. Landen. So, erstmal. Jetzt fährt er da lang, oder was? Ich krieg so einen Hals, Junge. Aber egal, du müsstest ihn ja von hier aus kriegen, ne? Ich probier mal jetzt. Da schön auf die Straße pfeffern, Junge. Zack. Oh. Ist das aber das. Der will aber nicht. Der backt ein bisschen, Alter, bei mir rum. Nice, Mann. Haben wir's, das ne? War's. Können wir den nicht fahren jetzt? Der sieht ziemlich heil aus. Kollege auch gerade. Wenn du mal quatschen willst. Oh, hier ist erstmal noch ein schönes. Oh, der Prepper versteckt Questgeber. Lauf, du Sau. Oh. Heftig. Meinst du, wir können den noch fahren? Oder ist der hin? Stimmt. Nee, der ist hin, Alter. Die Türen sind auch von außen verschraubt, Junge. Wer da drin ist, der lebt da auch drin. Okay, das sieht ein bisschen holy krank shit aus. Was ist hier? Hier ist erstmal Muni noch. Sehr so nice. I like. Schön. Das? Schön, schön. Okay, das war aber einfacher als gedacht, Alter. Es ging auch schnell. Du hattest, Alter, ein Hund. Hallo. Was? Oh, wow, wow, wow. Hallo. Junge. Hier vorne wird noch gekämpft, Digga. Ich hab genug von dieser Scheiße. Schreit, ey, war doch eben noch ein Questgeber. Ich den jetzt echt zersiebt. Wo ist er hin, Junge? Alle sind irgendwie tot. Was kommt? Ey, das ist mein Helikopter! Er hat ihn dir weggenommen! Er hat ihn dir weggenommen! Was? Ich denk so, hä, wieso fliegt hier ein Helikopter so tief? Was ist das für ein Hurensohn, Alter? Was? Er hat einfach geschrien, ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Und ist mit seinem Raketenwerfer vor dem Hund weggerannt. Und zwar in den Helikopter, Alter. Der hat einen präzisen Hundehass auf jeden Fall. Oh Mann, ey. Sicker Dude. Gut, ja, nice. Wir waren sehr fleißig schon wieder in dem Part, Alter. Ich dachte, es dauert jetzt länger. Sehr cool, okay. Wir waren ja eigentlich hier unten noch am Rumwildern. Warte, unten? Unten? Unten, oder? Wir waren ja da bei... Ich weiß gar nicht, wo wir waren, Alter. Unten links? Nee, Arcade. Nee, weiter runter sind wir noch gar nicht gekommen. Wir rechts ein bisschen. Rechts. Da haben wir Wendell Randler, der hat noch eine Quest für uns. Ah, das ist auch eine Quest, ja. Und rechts bewaffneter Rally-Konvoi, den könnten wir auch noch machen. Bewaffneter Rally-Konvoi, da hinten, okay. Dann würde ich sagen, wir schnell reisen da runter zu Kellet Cattle. Dann können wir da diesen Wendell Randler mitnehmen. Und dann können wir da zu diesem Konvoi gedönsen. Wir müssen ja sowieso immer auf der Straße ein bisschen bleiben, weil wir ja sowieso noch einen Haufen Sachen kaputt ballern können. Das ist eine Hundezuchtstation, waren wir da schon? Ich glaube, nee. Warte mal. Oder war das das Niedergebrannte? Weil wir haben es entdeckt eigentlich. Weiß es keine nicht. Keine Ahnung. Strange. Wir reisen erstmal, Freunde. Reisen ist schön. Dabei vergisst man, dass einem gerade der Helikopter für 7200 unterm Arsch weggezogen wurde. Es ist ein großes ein großes Fest einfach. Toll. Also solange wir damit nicht noch erschossen wurden und sowas. Eben. Ist alles gut. Eben. Immer positiv. Wir haben bis jetzt ja aber auch noch nicht so viel von unserem Boy hier im Gebiet gesehen, ne? Nee. So was er kann, was er drauf hat. Wie viel haben wir denn noch? Alles nicht mehr viel, ne? Eben. Mal sehen, wie der dann fightet. So, Face war ja klar, aber ja, mal gucken. Mal gucken. Gehen wir jetzt zu Fuß oder wollen wir mit einem Fahrzeug uns was gönnen? Also, wenn wir ein Fahrzeug finden, dann wäre das, glaube ich, gut. Aber ich glaube, wir haben in unserem Flugzeugfight hier spontan alles zerstört. Den Rest haben die Kühe genommen. Das gibt's doch nicht. Hier war doch ein Quad oder sowas ähnliches mal. Alles wäre, wenn wir ein Stück Straße rennen, dann finden wir ja sicherlich auch eins. Ja, wir schießen einfach ein paar Leute. Ebenso, oder? Man muss ja zurechtkommen im Leben. Gut, ist das da vorne rechts, ist das der richtige Weg da zu dem hin? Ja, der Stern auf der Karte, ne? 300 Meter. Der Stern. Der Stern, der Randalls Namen trägt. So, ich bin unterwegs. Da kommt einer zu uns hingelaufen. Ist das ein Bösewicht? Du bist aber in eine andere Richtung unterwegs, ne? Ehrlich? Glaube ich. Ja, hallo, ich bin hier hinten. Ja, huhu. Ja, ich komm, ich wollte die Straße nehmen, aber okay. Ja, das sind ja auch nur noch 200 Meter. Also. So, ich bewege mich. Einfach über ein Stacheldraht gesprungen. Da ist auch ein Auto, siehst du, das kommt ja alles eins zum anderen. Das funktioniert ja einfach. Ich weiß noch nicht, ob ich das auch kriege. Das ist so mein Problem. Das fährt nämlich ein bisschen schnell. Ja, meine übliche Taktik sich an. Dann bleibt doch stehen. Ist, glaube ich, nicht so gut gesehen. Christus? Jesus Christus? Sieht nicht so aus. Oh, wir sind beide richtig bad, Digga. Wir sind so scheiße. Aber schön, wie du weiter schießt, Alter.
Alle müssen. Er soll anhalten, die Sau! Er hat nicht so Bock, Alter, mit seinem Vorratstransport. Nee, das ist die Vorratsdatenspeicherung, Alter. Die machen einfach immer weiter. Ich hab hier lauter. Hallöchen! Guten Morgen! Ja, Führerschein einmal abgeben, bitte. Was war das denn? Unser. Was? Ja, was zum Fick? Der fährt weiter, ist der nicht tot? Jetzt steht er hier, oder was? Hä? Verstehe die Menschen. Die haben mir eine Rauchgranate ins Gesicht geschmissen. Was ist mit diesen Leuten, alle? Die sind alle geisteskrank. Gut, dass wir jetzt da sind. Ja. Um das alles ins richtige Licht zu rücken. So, ein schöner Auto, Digga. So. Oh, ich einsteigen. Bin auch, ja, ich bin noch dabei. Ja, sehr schön. Ist sogar ein Sicherheitsgurt drin, siehst du? Nice. Alter, die Mucke, hörst du's? Ich hör's leider. Schön. Ich kann das Radio nicht ausmachen. Wir wollen das ja auch gar nicht ausmachen. Ach so. Schön. Wir wollen das ja genießen, die schöne Christenrock-Mucke. So, weg damit. Die Gönnung. So, frontal, Junge. Wir haben uns jetzt gedreht, ne? Bei dir auch. Ja, alles normal. Das war der Plan. Ich frag mal nach, weil bei mir ist das nochmal. Oh, shit. So, Wald- und Wiesenweg, Junge. Immer mit 100 km/h durch den Wald brettern. So. Alter, hat der einen Pool? Der hat einen Pool, oder? Ist das ein Pool? Alter, wenn. Irgendwas war hier gerade hellblau. Was, ein Grafikbug? Ich schwöre, hier war gerade was hellblaues. The fuck? Aber das ist der bewaffnete Konvoi, Alter. Ehrlich? Schön, nice. Ja, da ist er. Da kommt er. Nice one, bin dabei. Hallo! Oh, das können die gar nicht leiden, Mann, meine Taktik. Oh, das mögen die einfach nicht, Mann. Feuerwerk! Zack, Mann. So. Hat der das jetzt überlebt hier? Ja, egal, mach die jetzt schön, mal kaputt. Mann. Ich hab ein paar Granaten. Oh shit. Ja, I try. Der bewaffnete Konvoi hat ein bisschen Bock auf jeden Fall, Digga. Zack. Ah, wie episch das aussieht, so in Grau und dann deine Rakete daran fliegen. Ja, Mann. Directed by Michael Bay. Dann, Hallöchen. Und dann der Panda-Kopf. Ja, es soll ja auch episch bleiben. War es das schon? So, haben wir es geschafft? Oder lebt irgendwas, noch irgendeiner? Irgendwas lebt noch, oder? Sonst wäre die Mucke doch nicht noch. Das war doch der Konvoi. Oh nein, ich habe meine Waffe wieder gewechselt. Shit. Lol, guck dich an. So. Ja. Plündern. Hä? Das hat doch nichts gezählt, oder? Aua, ich werd angeschossen. Hier von dem da vorne. Da vorne? Ah! Du zählst damit rein? Glaube ich fast nicht. Doch. Nee, war nur ein VIP nochmal. Hä, wir haben uns den Konvoi gerade zersiebt. Kann doch nichts gebracht haben, Alter. Da, ey, ich hör doch noch Geschrei. Ja, aber das ist ja trotzdem nicht der Konvoi, oder? War das nicht der Konvoi? Wir können ja einfach mal die Map checken, bevor wir noch 20 Mal das Wort Konvoi sagen. Konvoi. Doch, das ist die Markierung, ist weg. Das war er. Gibt's mehrere vielleicht davon? I don't know. I simply don't know. Warte, ich geh mal nach den... ich werd schon angeschossen. Okay. Partner wurde entdeckt. Wo bist du? Da unten? Okay. Ja, vielleicht ist auch einer ausgestiegen. Ach, kaputt die Sau. Das ist für den König. Für den König. Ja. Zivilist gerettet. Okay, das war noch was anderes. Hier vorne ist noch einer. Da ist noch einmal ein Prepper-Quest. Ein... Achso. Aber hier ist noch ein Gegner. Also hier sind mehrere Gegner, aber sind das die? Fährt hier mit der scheiß Radiomucke im Wald rum, Mann. Komisch, dass das jetzt nicht geklappt hat. Darf ich auch nicht. Können wir hier die Prepper-Quest noch machen, dann können wir uns im nächsten Part dann drüber wundern. Ja. Was so passiert ist. Wundern ist schön. Oder? Ich denke auch. Der Besitzer war nicht sehr glücklich. Angeblich hatte er eine Abmachung mit dem Bi- Wow, ganz ruhig. Ey! Bei Dodds Dams wurde gerade reagiert, als die Sekte den Laden dicht gemacht hat. Der Besitzer war nicht sehr glücklich. Angeblich hatte er eine Abmachung mit dem Widerstand wegen einem Vorratslager. Ehrlich gesagt ist das schon sowas wie eine Todesfalle. Sei da lieber vorsichtig. Okay. Ja, Freunde, wollen wir die da oben noch schnell platt machen und dann... Ja, den habe ich auch eben anvisiert. Ach so. Weil er mich schon angeguckt hat. Die miese Sau, da sitzt du einfach und kackt in Ruhe, Junge, in den Wald, verpiss dich. Alter, wehe, er hat kein Loch gebuddelt. Oder ekelhafte Sau, Junge, krieg ich so einen Hals. Das ist schon wieder ein Flugzeug. Freunde, bevor wir hier wieder geröstet werden, verabschieden wir uns in den nächsten Part und dann gucken wir, was hier abgeht und mit Hundezüchten und Konvois und so, ne, alles überragend. So. Schöne Sache. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Macht's gut.